Moin moin liebe YouTube-Pyros und herzlich willkommen zu einem weiteren Testvideo hier auf meinem Kanal. Wir nehmen volle Fahrt auf Richtung Silvester und was hat mich da erreicht? Endlich sind sie da! Die neuen Feuertöpfe in 45mm in F2 von JGWB und Alexander Schmidt. Vielen Dank für diese hervorragende Arbeit. Ich bin wirklich jetzt schon, ohne die Dinger gesehen zu haben, total begeistert von der Optik. Denn das ist das, was man doch möchte. Nichts Unnötiges, was hier nicht hergehört. Kein Plastik, kein Kunststoff, sondern nur dieser wunderschöne, ja, recht dünn gehaltene Pappmörser in 45mm Innendurchmesser. Eingelassen unten in diesem Holzstandfuß, der wirklich sicheren Stand gewährleistet. Wir haben hier nochmal eine Vorgabe, Ausstoßrichtung, damit ihn ja keiner auf den Kopf stellt. Ja, wir haben dann hier eine sauber verarbeitete Fuse und oben nur ein Pappdeckel, der die Sternmischung hält. Wir haben hier drei wunderschöne Feuertöpfe. Beginnen wir heute mit dem Karneval. Da handelt es sich um bunte Magnesiumsterne. Ich hoffe auf richtig effektive Leuchtkraft. Dann den Pulsar, Rauschgold und Weißblink. Und zu guter Letzt den Nordlichtfeuertopf, grüne Sterne und Goldflimmer. Ja, ich bin mächtig gespannt, freue mich auf den Test. Bis zum nächsten Mal. Euer Skydancer, viel Spaß. Feuertopf Karneval. Okay. Nordlicht. Ja, der Karneval. Schöner Ausstoß zu bunten Sternen. Hat mir richtig gut gefallen. Der Pulsar, ein wirklich ganz edler Feuertopf. Wir standen allerdings gute 20 Meter von den Feuertöpfen entfernt. Mir ist es immer wichtig, sie ganz rauf zu kriegen. Allerdings wirken sie dadurch etwas kleiner, als sie eigentlich sind. Zu guter Letzt der Nordlichtfeuertopf. Eine richtig schöne grüne Sternengabe. Allerdings auch mit kompletter Bodenberührung. Bis zum nächsten Mal, euer Skydancer.